Eine Riesenshow, Open Air, ein tolles Publikum und gute Laune. Dafür steht der ZDF Fernsehgarten. Bis eben liefen hier auf dem Gelände beim ZDF noch die Proben für morgen. Und morgen um 11.50 Uhr geht's dann los. Die neue Saison live hier aus Mainz. Und es gibt noch mehr zu feiern. 30 Jahre Fernsehgarten nämlich. Immer moderiert von witzigen, charismatischen, tollen Frauen. Herzlich willkommen, Hossa, und herzlich willkommen zum ersten Fernsehgarten. Endlich geht es wieder los. So charmant und gut gelaunt begrüßt uns morgen um 11.50 Uhr wieder Andrea Kiewel. Dann heißt es Happy Birthday ZDF Fernsehgarten. 30 Jahre wird er alt. Generationen von Zuschauern sind mit ihm groß geworden. 30 Jahre Fernsehgarten ist ja vor allem eine Mannschaftsleistung. Als der Fernsehgarten zur Welt kam, gab es mich noch gar nicht. Und seitdem ist es eine große Liebesbeziehung zwischen dem ZDF, dieser Sendung und seinen Zuschauern. Angefangen hat alles am 29. Juli 1986. Da hatte man im ZDF die Idee, die Wiese hinterm Haus für einen unterhaltsamen Sonntagvormittag zu nutzen. Wiesenkönigin damals Ilona Christen, hier ganz hinten im Bild. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im ZDF-Fernsehgarten an einem Sonn- und Sonnentag. Und ich hoffe, liebe Gäste hier, liebe Zuschauer zu Hause, es bleibt auch an den kommenden neuen Sonntagen so. Ich glaube ja, dass Ilona Christen ihrer Zeit weit voraus war. Die war Mitte der 80er Kess, frech, unbeschwert, konnte live. Es hat ihr nichts ausgemacht, wenn es regnete, wenn Leute nah rankamen. So waren Frauen im Showgeschäft in den 80ern noch gar nicht. Wir waren ein bisschen etepetete, wollten vor allem gut aussehen. Insofern glaube ich, dass der Fernsehgarten Ilona Christen am allermeisten zu verdanken hat. Ilona Christen macht aus der Wiese eine große Showbühne. Unterstützt vom Rias Tanzorchester moderiert sie sich in einer ungezwungenen Fröhlichkeit durch den Vormittag. In den 80ern ganz neues Fernsehen. Von der Oma, die den Hühnerstall-Motor erfährt. Und der Oma fährt den Hühnerstall-Motor. Mein T-Shirt ist nass. Würden Sie bitte nicht so groß fahren? Wir sind eine Familiensendung. Guck mal, was da unter ist. Ja, das macht man doch nicht. Bingo. Ilona Christen, die 2009 starb, präsentierte den Fernsehgarten 7 Jahre lang spontan, souverän und schlagfertig. Hast du denn auch einen Sender? Ich? Nein, jetzt hier an. Um. Nee. Nein, deshalb muss ich da reinspringen. Ja, gut, dann komm da ein bisschen näher. Gerne. Also geht's so. Hast du noch was vor heute? Ja. Ja? Ja, soll ich dir sagen, was? Da sitzt mein Mann. Jeder macht ja mal einen Fehler. Ja, sicher. Das hat er mir auch gesagt. Wegen Sie grüßen 1993 übernimmt Ramona Leis den Fernsehgarten. Keine leichte Aufgabe nach Ilona Christen. Ramona Leis brachte nicht nur ein bisschen mehr bayerische Gemütlichkeit in den Fernsehgarten, sie schätzte auch den engen Kontakt zum Publikum. Bleiben Sie bei mir, es wird schon gut gehen. Ein ganz liebes Dankeschön möchte ich sagen unserer Flori, dem Maskottchen. Steht fest, ich darf es noch mal kurz sagen. 1, 2, 3, 4. Ihr kommt, hoppala, hoppala. Sie dürfen die Brille runternehmen, glauben Sie mir. Hier wird man angegriffen. Er steht im Dunkeln und immer in meiner Nähe. 30 Jahre Fernsehgarten heißt vor allem auch 30 Jahre Promis. Unmöglich, alle zu erwähnen, aber einige Auftritte sind legendär. Zum Beispiel das Volleyballspiel unter Leitung von einem gewissen Thomas Gottschalk. Mit dabei unter anderem Mai Krüger, Patrick Bach und Günter Jauch. Handkante. Jawohl, Karate-Kid nennt man ihn in Fachkreisen des Volleyballs. Schön, jetzt kommt Fluss ins Spiel. Rennebella macht den Ball ganz hoch. Sude ist da. Mike Krüger. Oh, da wollen sie den Ball direkt nehmen. Das haben sie von den langen Chinesen gesehen. Ohne Promis ist der Fernsehgarten eben undenkbar. Zu Besuch waren schon Künstler wie Roland Kaiser, Nino De Angelo, Kylie Minogue, Dieter Bohlen, damals noch mit Nadel, LaToya Jackson oder Stefan Ross mit zarten 13. Sportler wie Felix Magath mit Brille oder Sebastian Vettel mit Zahnspange. Comedians wie Otto Walkes, Kaya Jana. Das war echt, das ist ein tolles Lied, ne? Nachdem wir gestern abgestiegen sind.
Ich bin begeistert. Und Mai Krüger machten dem Fernsehgarten schon ihre Aufwartung. Weil ich hatte es nicht immer so gut. Im Juni 2000 betritt die bis dahin dritte Fernsehgärtnerin die Bühne und bleibt mit kurzen Unterbrechungen bis heute. ZDF-Fernsehgarten. Ich bin Andrea Kiewe, Sie können gerne Kiwi zu mir sagen, ich mag das total, sage Ihnen Hallo zu Hause und herzlich willkommen auf dem Lerchenberg. Ich glaube, ich hatte in meinem ganzen Leben nie wieder so weiche Knie wie am 4. Juni 2000. Als ich hier zum Casting war, war es ja ganz leer im Winter und ich dachte, nach 7 Jahren Frühstücksfernsehen, okay, kann ich. Und dann waren die Zuschauer hier und dann war es richtig voll und dann war ich so groß mit Hut. Doch die anfängliche Aufregung wich schnell. Andrea Kiewel war wie gemacht für diese etwas andere Show. Und der Fernsehgarten bot ihr den passenden Rahmen, ihr Temperament voll auszuleben. Aua! Das tut an der schönsten Stelle weh. Aua, 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 da ist ein Knochen da oben. Aua. Das ist die ultimative Kiwi gleich unter Wasser Cam. Und das hier haben mir die Techniker noch aufgeschrieben, weil ich die blondeste Moderatorin der Welt bin. Haben Sie noch mal Kekse? Ich finde, der braucht noch ein paar. Oh, das sind aber wenig. Gestern gab's mehr. Warte, Alfred, bleib hier. Alfred! Wenn 10 Doch Dollar nicht nur Promis und Musik zeichnen den Fernsehgarten aus, auch an halsbrecherischen Aktionen mangelt es nicht. Denn bei Kiwi begeben sich Promis regelmäßig in Gefahr. Sportstudio-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein zum Beispiel wagt den Fall aus luftiger Höhe, mitten durch ein brennendes Hindernis. Klaas Häufer-Umlauf riskiert den Sprung aus einem Helikopter, gesichert nur an einem langen Bungee-Seil. Alter, ist das langweilig! Und auch Andrea Kiewel trotzt jeder Gefahr und fliegt in einem Kiwi-Kostüm quer über das Gelände. Kiwis können eigentlich nicht fliegen und ich... Dann kommt der 29.06.2014, ein denkwürdiges Datum in der Geschichte des ZDF-Fernsehgartens. Andrea Kiewel ahnt noch nichts, als eine Jurorin des Guinness-Buch der Rekorde auf der Bühne das Wort ergreift. Und der ZDF-Fernsehgarten hat mit heutiger Ausstrahlung seit Beginn insgesamt 49.507 Minuten und 31 Sekunden, sehr wichtig, live gesendet und ist damit Rekordhalter in der Kategorie längste Live-Opener-Unterhaltungsshow. Yeah. Der Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde war so ein bisschen wie, naja, sagen wir mal, eine olympische Goldmedaille. Es war noch nicht ganz die Fußball-Weltmeisterschaft, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber olympische Goldmedaille, die am längsten laufende Open-Air-Sendung der Welt. Wir sind sowieso der allercoolste und beste Fernsehgarten weltweit. Also ja, das war ganz, ganz toll. Aber ehrlicherweise, wir heften uns jetzt nicht unbedingt jeden Orden an die Brust. Das ist nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass die Zuschauer Spaß haben. Doch wer glaubt, dass den Machern des Fernsehgartens nach so langer Zeit nichts mehr Neues einfällt, der täuscht sich. Seit 2014 gibt es den Fernsehgarten das ganze Jahr. Fernsehgarten on Tour präsentiert Promis mal im Schnee und mal in der Sonne. Doch wie gewohnt, immer sonntags, immer Open Air und immer gut gelaunt. Der ZDF-Fernsehgarten immer auf Höhe der Zeit. Ich wünsche dem Fernsehgarten einen unbeschwerten Sommer. Ich wünsche meinen Zuschauern, dass in der Zeit von 11.50 Uhr bis 14 Uhr die Welt in Ordnung ist. Es sollen goldene Sonntage sein. Und ich wünsche meinem Team, dass wir eine wirklich tolle Zeit miteinander haben und dass es uns gelingt, die Freude, den Spaß, den wir bei der Arbeit empfinden, via Bildschirm zu den Zuschauern nach Hause zu transportieren. Tim Bensko, Gilde Horn. Morgen beginnt die Jubiläumssaison. 21 neue Folgen Fernsehgarten. Immer live um 11.50 Uhr im ZDF. Tschüss, bis dann, Ihre Kiwi.